Liebe Zuschauer, willkommen im Train Travel Simulator zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und heute nehme ich euch mit auf eine Zugreise, denn Train Travel Simulator heißt übersetzt Zugreisesimulator. Und wir machen eine Zugreise im größten Land auf der Erde in Russland. Doch nicht als Lokführer, sondern wir sind in diesem Spiel ausschließlich Fahrgast in einem Zug irgendwo in Russland. Das Spiel bekommt ihr auf Steam für den PC für den Preis aktuell für 5,69 €. Ich habe es im Sale gekauft, da war es noch etwas billiger. Das Spiel ist in russischer und in englischer Sprache erhältlich und wir können hier, bevor wir starten, natürlich verschiedene Optionen einstellen. So zum Beispiel können wir hier die Sprache einstellen. Ihr seht, die gibt es nur in Englisch und in Russisch. Dann gibt es hier noch einen Schwierigkeitsgrad. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das damit auf sich hat. Das ist leicht, normal und schwer. Und wir lassen das Ganze einfach mal auf normal. So, Untertitel lasse ich mal eingeblendet. Ich denke, dass wir die Untertitel in englischer Sprache brauchen werden. Dann gibt es hier verschiedene Grafikeinstellungen, die wir einstellen können. Das habe ich aber alles vorher schon mal gemacht, dass wir eben alles auf, wir können sogar, also auf eben, ja, ihr seht schon, gibt es verschiedene Grafikeinstellungen, ist alles auf recht hoch eingestellt jetzt bei mir. Dann noch verschiedene Soundeinstellungen und wie ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Und zwar, ja, wenn wir wieder zurück im Spiel sind, da können wir noch einen Tag einstellen, also ob wir bei Tag oder bei Nacht reisen wollen. Wir wollen bei Tag reisen und wir können noch verschiedene Wetterverhältnisse, Sonne, Regen und Schnee einstellen. So, wir lassen einfach mal bei Tag und bei Sonne. Ja, und dann klicken wir auf Start und wir befinden uns schon im Zug. Irgendwo in Russland, in einem russischen Schlafwagen. Und ja, jetzt würde mich das einfach mal interessieren, wer von euch spricht denn die russische Sprache? Eventuell werden eure Kenntnisse benötigt. Also wer kann die russische Sprache und wer kann vor allem die russische Schrift? Also ich muss sagen, ich kann diese Sprache. Wir nehmen einfach mal Platz. Wir können uns hier nämlich hinsetzen. Müssen ja nicht die ganze Zeit stehen. Denn in Russland fahren ja die Züge sehr weite Strecken. Also wer von euch kann denn die russische Sprache? Ich muss sagen, meine Eltern können sie wahrscheinlich noch ein bisschen, denn meine Elterngeneration, die musste in der Schule in der Tat noch Russisch lernen. Ich gehöre dann schon zur Generation, die dann Englisch gelernt haben, aber damals war zu meiner Elterngeneration noch Russisch in der Schule. Ich glaube, dass das sogar Pflicht war, dass sie das lernen mussten und Englisch war da nur optional. Ja, wir sind also hier mit dem Zug unterwegs. Mitten in Russland, wahrscheinlich, vermute mal in Sibirien. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier Sommer ist, denn da ist es in Sibirien ja extrem heiß. Man verbringt, also man bringt Sibirien immer damit in Verbindung. Winter, kalt, viel Schnee, eises Kälte mit minus 40 Grad. Das ist auch richtig, aber es kann in Russland, auch gerade in Sibirien, sehr, sehr heiß werden mit plus 40 Grad. Also enorme klimatische Unterschiede. So, was soll man hier im Spiel eigentlich machen? Wir können hier unseren Waggon begehen und können zum Beispiel hier versuchen, mit diesen netten Herren zu sprechen, aber die sind gerade zutiefst, da wollen wir sie mal gar nicht stören. So, unser Zug scheint ja auch gerade einen Bahnhof zu erreichen und wir können hier durch die Abteile gehen. Das sieht für mich so aus nach einem Wagen der dritten Klasse, würde ich jetzt mal vermuten. Und hier hat jemand sein Essen hingeschmissen. Hat es nicht geschmeckt oder sieht aus wie eine wunderschöne, leckere Käsepizza. So, aber die kann ich auch nicht aufheben, oder? Das Spiel wird natürlich mit Tastatur und Maus gespielt. So, setzen wir uns einfach mal hier hin, oder wo, was wollte der denn jetzt hier mit interagieren? Da muss man nämlich ein bisschen aufpassen, wir können uns hier daneben setzen. Okay, worüber auch immer sich die beiden unterhalten, auch sie lassen sich nicht stören. Jedenfalls wird ja anscheinend das Essen verteilt, hier drüben fährt gerade ein Gegenzug ein. Ihr seht, wir fahren auch so in diesen etwas älteren russischen Wagen mit, denn viele der Wagen der russischen Staatsbahn, die haben ja jetzt mittlerweile seit einigen Jahren eine andere Lackierung. So, ich würde sagen, wir gucken mal nach vorn. Hier haben wir Fußballfans. Die offenbar die russische Nationalmannschaft anfeuern, wollen wir auch diese mal nicht stören. So. Gucken mal, ob wir noch aussteigen können. Jetzt steht ja unser Zug gerade.
hier am Bahnhof. Drüben sehen wir auch eine russische Diesellok stehen mit weiteren Personenwagen. Aussteigen können wir hier anscheinend nicht. Okay, wir hören hier noch das Fahren zwischen den Wagen, obwohl unser Zug eigentlich steht. Machen wir hier die Tür zu. Aber wir können hier. Ja, wir fahren schon wieder los. Eigentlich ungewöhnlich, wenn unser Zug eine weitere Strecke jetzt zurückgelegt hat. Dann halten. In Russland ist das ja so, wenn ihr dort mit dem Schnellzug unterwegs seid. Und da reden wir wirklich von sehr, sehr weiten Eisenbahnstrecken. Beispielsweise befindet sich ja auch in Russland die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Von Moskau, der russischen Hauptstadt, nach Wladiwostok am Pazifischen Ozean. Und das Ganze sind dann. Wo sind wir hier? Lest es mal vor, wenn ihr die Schrift kennt. Also von Moskau nach Wladiwostok, das sind gut 9000, über 9000 Kilometer. Die Reisezeit mit dem Zug, mit dem Schnellzug wohl bemerkt, beträgt 6 Tage. Und der Zug fährt halt mitten durch Sibirien. Unter anderem, können wir hier die Bremse betätigen? Können wir nicht. Den Ausstieg. Ja, Fahrzeit also 6 Tage zwischen diesen beiden Orten. Da gibt es auch Reisen, die man da buchen kann. Mit der transsibirischen Eisenbahn ist nicht ganz so billig oder man organisiert das halt individuell und macht zum Beispiel Zwischenstopps, zum Beispiel wie in Nowosibirsk. Es gibt auch Reisen von Moskau ins chinesische Peking. Da geht es bis kurz vor Wladiwostok, aber dann macht der Zug quasi dann einen Schlenker nach Süden. Da sehen wir die nächste Diesellok, die hier abgestellt ist. Ja, also Russland, wie gesagt, aber es gibt nicht nur die transsibirische Eisenbahn, es gibt auch ganz viele andere sehr lange Strecken. Es gibt aber auch eine Schnellfahrstrecke zum Beispiel zwischen Moskau und St. Petersburg, eine Entfernung von auch schon 1000 Kilometern zwischen den beiden wohl bekanntesten russischen Städten. Und dort braucht man aber mit dem Sespan, das ist so, ich glaube, ein Fernverkehrszug mit diesem Sespan, braucht man da gut 4 Stunden mit einer schnellen Verbindung. So, lass mal uns mal hinsetzen, dass wir nicht die ganze Zeit stehen, wenn wir uns hier unterhalten. Wir können uns nochmal diesen Wagen hier anschauen. Aber das sieht genauso aus wie der andere. Also hier wird es, glaube ich, nicht viel Neues geben, außer dass wir hier etwas mehr Ruhe haben. Hier auch wieder ein Hinweis. Und wir können hier sogar die. Was können wir denn hier machen? Ach, hier ist wahrscheinlich das Zugbegleiterabteil, wo zum Beispiel Ansagen und so weiter gemacht werden. Ja, und hier können dann halt die Zugbegleiter schlafen. Ja, also wie gesagt, also in Russland ist absolut ein Eisenbahnland. Die Eisenbahn ist dort sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr immer noch das Rückgrat, auch wenn der Straßenverkehr und der Ausbau von Straßen auch in die entlegenen Gebiete mittlerweile zugenommen hat. Ich glaube, man kann mittlerweile auch mit dem Auto durch Sibirien fahren, wenn man das möchte. Das ging ja nicht immer, aber also hier können wir, hier ist gar nichts in dem Raum, dann machen wir den mal wieder zu. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Wir können uns jetzt auch mal hier ans Fenster zum Beispiel setzen, wenn wir wollen, aus dem Fenster schauen. Wobei ich vermute, dass in diesem Spiel der Zug, wenn man das überhaupt Spiel nennen möchte, in dieser, ja, dass der Zug wahrscheinlich im Kreis fährt und wir irgendwann wieder am gleichen Bahnhof ankommen werden. Das ist so meine Vermutung. Aber grafisch muss ich sagen, sieht es ja in außen aus. Die Außengrafik sieht nicht schlecht aus mit den Wettereffekten und so weiter. Und auch die Innengestaltung, ja, kann man sich anschauen. So, es gibt ja wie gesagt noch verschiedene Settings, also bei Nacht und bei verschiedenen Wetterbedingungen. Aber die Frage ist eben, was ist eigentlich so der Sinn dieses Spiels? Ja, also laut.
Also, ich würde mal sagen, wir suchen uns mal so ein bisschen, ja, hier eine schöne ruhigere Ecke, aber wir sind gleichzeitig aber auch nicht allein. Setzen wir uns einfach hier mal wieder aufs Bett. Ja, liebe Leute, hier kommt es sogar ein Güterzug entgegen. Also, das finde ich wiederum sehr schön, dass wir auch hier KI-Züge haben, dass eben schon zu sehen ist, es ist draußen Verkehr. Diese Spielidee finde ich, also diese Idee, wir sind einfach mal Fahrgast und können hier interagieren im Zug, finde ich ja nicht schlecht, weil bei den meisten Eisenbahnspielen, wo ihr Lokführer seid, da habt ihr, wenn überhaupt, eine Fahrgastansicht. Gut, bei Trains and Worlds 2 ist das etwas anders, da kann man auch als Fahrgast durch den Zug laufen, aber aktuell noch nicht interagieren, also noch nicht irgendwelche Gegenstände anfassen. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Spiel, gerade zu dem geringen Preis, durchaus ein kleines Potenzial hat. Sprich, wenn man jetzt sagt, du bist Zugbegleiter, kümmere dich um deine beiden Waggons, du hast die Fahrgäste zu versorgen, und das ist ja, da ist bei Schlafwagenschaffnern ist das ja, das Aufgabenfeld ja viel größer. Da kontrollierst du ja nicht nur die Fahrkarten, sondern da musst du denen ja auch mal so Tee oder Wasser oder das Essen mal oder das Frühstück eben bereit machen, wenn die irgendeinen Wunsch haben. Oder man ist Fahrgast und was weiß ich, Oberhaupt einer Familie. Und in Russland ist das ja so, wenn die Züge an den Bahnhöfen anhalten, gerade die Fernzüge, die da mal 300, 400 Kilometer ohne Halt durchgefahren sind, dann stehen die dort ja auch eine halbe Stunde. Weil da einfach eben der Zug nochmal überprüft werden muss, bevor es die nächsten 400 Kilometer ohne Halt irgendwo hingeht. Und da kann man sagen, hier, deine Familie braucht Essen, steig aus. Und in Russland ist das ja an den Bahnsteigen üblich, an den Bahnhöfen, dass du dort manchmal die örtlichen Bauern oder Bäuerinnen stehen hast, die dort eben ihre selbst angebauten Kartoffeln oder ihr Gemüse da verkaufen wollen. Wo du sagst, hier so und so viel Zeit hast du, kauf Gemüse ein und sei zurück, bevor dein Zug wieder losfährt. Also das wären so alles so Ideen, die mir da hier durch den Kopf schießen. Oder man kann ja auch ein kleines Adventure im Zug machen, wo, was weiß ich, irgendwas ist passiert, jemandem fehlt die Geldbörse und dein Auftrag ist es jetzt hier, die Leute zu befragen und herauszufinden, wo ist die Geldbörse hingekommen und die eben wieder zurückzubringen. Also es gibt hier schon diese Grundidee, ist nicht schlecht, Fahrgast im Zug zu sein, aber ja, hier schläft schon einer. Die Frage ist eben wirklich, was ist der Sinn dieses Spiels, ne? Also es war ja ursprünglich bis vor ein paar Tagen noch im Early Access gewesen, aber die Frage ist natürlich, wohin wird die Reise gehen? Es ist schon mal cool, dass hier Züge auch entgegenkommen, habe ich ja schon erwähnt. Ja, also es wäre natürlich auch wunderbar, wenn man an den Bahnhöfen noch aussteigen kann. Das wäre ideal, hat ja vorhin leider nicht geklappt. Ja, und die Frage ist natürlich, wo befinden wir uns? Wie gesagt, wenn jemand diesen Bahnhofsnamen da übersetzen kann, wäre das ja sehr interessant, ob das jetzt ein fiktiver Ort ist oder ob das wirklich ein Teil einer realen russischen Strecke ist. Wie gesagt, ich kann die russische Sprache leider nicht. Meine Eltern könnten es vielleicht noch, aber ich gehöre leider nicht zu der Generation, die das noch gelernt haben. Man könnte es natürlich lernen, aber ja. Gut, ja, und das war zumindest so unser erster Einblick in einem, ja, im Train Travel Simulator. Ich befürchte, es war vorerst auch der letzte Einblick. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch mehr von diesem Spiel sehen oder kennt noch ein paar Tricks, was man hier noch alles machen kann, was ich jetzt vielleicht übersehen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich muss sagen, grundsätzlich gute Idee, aber hier ist noch viel Potenzial nach oben, viel mehr, was man eigentlich noch aus so einem Spiel machen kann. Das ist so meine Meinung dazu. Und ja, ich würde sagen, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr euch das Spiel auch gekauft? Oder kanntet ihr den Travel Simulator überhaupt bis jetzt? Schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Ich danke euch bis hierhin erstmal fürs Zuschauen. Und melde mich dann in einem weiteren Video wieder. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.